Moin liebe Freunde und willkommen zum Highlight-Video des Maximal G Streaming Events. Heute trete ich gegen Ice und Raphael SQQ, also auch El Humbro und ihre Teams an. Und ich sag euch eins, der Stream ist gerade gestartet und ich bin so on fire. Wir werden hier heute so wegklatschen. Ich freue mich auf jedes Spiel, freue mich, die Spiele der anderen zu casten, wo ich nicht mit teilnehme. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt lange warten, starten wir direkt in die Highlights rein. Und ich kann euch eins sagen, es war der absolute Oberhammer. Kann ich gar nicht wissen zu der Zeit, weil der Stream ist gerade erst gestartet. Aber ich bin mir sicher, es wird geil. Viel Spaß. So, liebe Freunde, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zum Maximal G 8-Stunden-Cup. Ja, viele Leute fragen sich wahrscheinlich, was ist das denn hier alles? Maximal G, die haben uns angefragt und haben gesagt, hier, Buddy, Les QQ, Eis ohne Waffel und El Humbro, habt ihr nicht mal Bock, hier so ein kleines Turnier zu machen? Da haben wir gesagt, ja klar, machen wir. Hab ich gesagt, natürlich, wir wollen die anderen wegböllern. Das machen wir nämlich heute. Übrigens, ich glaube, um dieses Getränk hier handelt es sich. Das ist Maximal G-Ding und das gibt's auch in zuckerfrei. Das ist dann Maximal GG. Okay, da sind wir da. Ich hoffe, Maggi ist auch da. Denkt bitte dran, wirklich die ganzen Lanes zu covern. Auf gut Glück, Leute, Spiel beginnt. Auf geht's. Ja, scheiße ist. Kacke. Die Schlacht hast du gewonnen, aber den Krieg. Den wirst du verlieren. Jetzt ist Amumu da. Man teilt sich also auf. Man will nicht die Amumu komplett reinböllern. Und Zyntik kriegt ihr aber extrem viel Schaden ab. Schafft man das? Der Shutdown auf den ADC. Aber Tobi kriegt denn noch die Tristana. Da muss man jetzt aufpassen an Sickness-Seite. Denn die Fiora, die ist direkt dahinter. Hat mittlerweile den Double-Kill. Tobi kriegt hier sogar den Triple-Kill. Und der ist komplett Enraged. Super Schaden nochmal. Auf Syntik. Quadra Kill für Tobi. Das könnte der Penta sein, wenn er das komplett richtig macht. Sonjas ist da. Man möchte ihn den Penta lassen. Und das schafft er auch. Tobi holt sich hier den Penta Kill. Komplett aus dem Leben geknallt. Teleport nach oben. GG. Well played für Team der S2Q. Absolut glamouröse Vorstellung. Und das war's. Was zur Hölle ist bei Tobi los? Junge, alter Schwede. Tobi hat da gerade echt so hart rumrasiert. Alter Vater. Und in der Mitte haben wir wieder das YouTuber-Streamer-Matchup. Diesmal Tobi versus L. Oh, das muss man aber aufpassen. Die Ultimate. Jetzt von Tobi. Wo ist der Snare, ist die Frage. Der Snare trifft dann sogar an dieser Stelle. Und das wird er nicht überleben. Es hat es sogar geschafft. Und L überlebt das Ganze. Easy peasy, first blood. Rote Bart Ultimate geht hier auf den Supporter. Da kommt nämlich der Gang von der Evelyn. Das weiß man an dieser Stelle auch. Sehr schön von der Orianna gemacht. Und wo ist die Ultimate von der Orianna? Die sollte da sein. Wo ist sie denn? Jetzt ist sie da. Und El Humbro kriegt ja seinen zweiten Kill auf den ADC. Der Tower Shot, den frisst man nicht mehr. Der Hook geht daneben. Oben aber Pep. Oh, das hätte der Kill sein dürfen. Müssen. Oh Gott, das ist interessant. Und das war's. El Humbro, sie bekommt den dritten Kill. Und einfach mal 1000 Gold Advantage. Was soll das denn bitte sein? Kannst du nicht hingehen. Okay, der Engage jetzt von Tobi. Da geht der Kukung wieder daneben, aber das reicht trotzdem. Tobi bekommt hier seinen ersten Kill. Sehr, sehr wichtig auch für ihn. Schön, der Stun hier nochmal. Geht hier nochmal raus. Und jetzt will er nach vorne. Oh, sehr, das war's. Die Ultimate bis auf die letzte Sekunde irgendwie reingeholt. Schöner Hook von Trash. Die Laterne ist direkt dahinter. Ultimate auf sich selber. Kommt da noch Hilfe von Jinx? Ja, kommt sie, aber es reicht wahrscheinlich nicht. El Humbro ist aber noch da. Cygnus muss da aufpassen. Schönes Repel nochmal. Und das war bitter nötig. Evelyn genauso da. Es ist eine 4 gegen 3 Situation. Morgana ist noch viel zu weit weg. Cygnus wird abgeholt von der Evelyn. In der Hafensänger-Sub. Genau, Hafensänger ADC. Die müssen da raus. Tschüss. Okay, die ging wieder daneben. Humbro kriegt sich hier den nächsten Kill. Und das wird er diesmal aber nicht schaffen. Shutdown auf El Humbro. Der mittlerweile mit 6 Kills durch die Kluft rennt. Und hier durch, sehr, sehr schöne Bartreise, und da merkst du halt, das ist ein Bartmain. Er weiß genau, wo der seine Tunnel zu setzen hat. Cygnus, der wird ja weggeböllert von Maskulin. Hafensänger ADC, und das war's für das Team. Schöne Ultimate nochmal von der Orianna, die ging da komplett rein. Palpatine stirbt, aber Tobi kriegt nochmal die Evelyn. Er muss da flashen, Palpatine. Rest da, nein! Er hat da fast noch überlebt. Gut noch gemacht von Tobi.
Dann tauscht trotzdem 3 gegen 2. Dia sogar noch. Erst ist das Ace. Und das könnte es komplett gewesen sein. GG. An eigentlich den Außenseiter. Aber durchaus verdient. Maximal Ghetto Faust. Maximal groß mit 2 Melonen. Maximal geleuchtet. Ich vermisse wirklich nur eins. Maximal GG. Eisenwache gegen Team Elfenburg. Wir gehen direkt in-game. Und ihr hört es schon. Eine fantastische Qualität. Guck dir das an. Das ist echt ein sehr schöner Gank hier nochmal. Auch die Q trifft. Es geht weiter da drauf. Und der Rap-Up, der ist drauf. Das war's. First Blood geht hier wieder an L. Und was ist das für eins, Team? Ah, okay, der Engage jetzt hier auf L. Homebro ist das der 2 gegen 2, aber extremer Schaden auf L. Und das dürfte wahrscheinlich auch reichen. Die Ultimate aber viel zu spät ausgelöst vom Maokai. Man kommt da nicht unter den Tower. Und auch wenn Leo da ist, ist hier gerade Carugno. Der ist da und Eis ohne Waffel. Ohne Chance. Knock-up von Team L und Wukong. Das haben sie hier schön nochmal gedreht. Den ganzen Teamfight. Leo musste aufpassen. Wird hier rangehuckt. Keine Chance. Viel zu One-Shot-Man. One-Shot ist zwar nicht Leo, aber es reicht dennoch für den Kill. Und das hätte eigentlich den Tod für L bedeuten müssen, hat man hier nicht geschafft. Das wird der Tower sein, das wird sicher der Tower sein für das rote Team. Auch Syntik hat da keine Chance mehr, mit 5 Leuten quasi gekesselt. Cosmo wird noch CC'd, auch er wird umgeböllert. Vayne steht mittlerweile mit 4 Kills und 2 Assists da. Das hätte gut anders ausgehen können. Das war halt die Schlüsselszene gerade am feindlichen Midland Tower. In dem Team können sie nicht gewinnen. Schöne Bart-Ultimate. Die Lux-Ultimate stand ihm da so ein bisschen im Weg. Maokai wird abgeholt. Vayne holt sich auch noch den Chris. Und jetzt geht's einfach durch. Man steht hier 5 gegen 3 an den Nexus-Turrets. Leo steht da ein bisschen vielleicht falsch. Schön die Bubble nochmal gesetzt. Auch Carugno und seinen Klon. Aber du ignorierst die halt komplett. Was will die Caitlyn denn bitte machen? Gar nichts mehr. Es wird auf den Nexus gegangen. Es wird getryhardet ohne Ende. Und das ist das 3:0 und der sichere Finaleinzug für El Hombro. G fucking G. So Leute, wir haben jetzt mittlerweile kurz nach 5, 4 Spiele sind rum. Was soll ich sagen? Es steht nicht so gut für mich. Ich habe jetzt ein Spiel rum, muss jetzt 2 noch hintereinander machen. Wenn ich die 2 gewinne, dann bin ich trotzdem noch im Finale. Nun geht es gegen Team LesQQ und gegen Team Eis und eine Waffel. Und das ist natürlich extrem heftig. Und El Humbro hat sich momentan in einem 3-0 Storm mit seinem Team durchgearbeitet. Insane. Wünsch mir Glück. Die Fakto ist so, würden wir jetzt beide Spiele gewinnen, was durchaus möglich ist, dann würden wir auch ins Finale kommen. Gegen L dann. Oder? Gegen L. Engage. Slash und Ghost Songs, geh weg. Ja. Aber ich glaube, der. Nice, Alter! Nice, nice. Nice, Mann. Alien? Ja? Ja? Ich kann jetzt Mitte kommen. Ja, kann ich nicht. Stopp! Nice. Nice, Leute. Du lässt ihn oben, ne? Ja oder nein? Wenn du meinst? Ja, ich hab's dann, ne? Er liegt mir. Okay. Geh ran. Hängt das noch, hängt das. Hab ich. Ja, dann. Okay. Sauber. Ja, auch keine Ulti. Go hard. Go. Nice. Nennt dann da. Ah. Ich kann Ulti. Ult rein. Das ist der Nies. Zu weit weg. Okay. Auf den Nies, auf den Nies. Oh, ich bin auf. Nein, weg. Das noch 4. Abgebrochen, Tower. Wir können pushen, Nein, ich kann auf den Tower, glaube ich. Ja, ich hab auch gleich 4 Sekunden irgendwie. Steh. Kannst du? Krieg gleich wieder. Yes. Schön. Mach den Tower. Wir gehen danach direkt super auf. Ja, Leute, dann Break, ne? Break. Gut, Leute, back, einkaufen und dann geht's weiter. Ich bin unterwegs. Komm lieber hier. Oh, dieses Kassel ist aber nicht schlecht. Nice, Leute. Schön. Ich hab Ghost ab. Wollen wir gleich wieder mit nice. Group, der Tower fast. Können wir machen. Wir haben jetzt 2 noch, das geht schneller. Ich hab gekauft, ich kann richtig gut fighten. Ich hab auch wieder Ulti ab. Also. Ich könnte flanken. Es hat halt keiner Kills von denen, außer okay, Tobi. Okay, lassen. Wir haben noch. Geht weg. Flanke. Leute, jetzt ist gestrandet. Warte auf mich, ich bin auch nicht da. Verdammt, Cap. Auf Cassio. Okay, das war bad. Das war ein. Okay, wir müssen ihn treffen. Also kann man ganz gut in die Backline.
Ich hab Ultimate noch. Ich hab Ultimate noch. Und in 9 Sekunden auf Nose. Wir haben jetzt keine Range. Oh nein, das ist ganz gut, das ist ganz gut. Boah Junge, geil gespielt! Echo, still, the main! Wir können die treffen. Das ist der Beste. Lass mich auch kommen, lass mich kommen. Number. Tank noch. Na geil, Leute. Ist noch Botnet wieder drauf. Ich krieg auch den Tower. Ja. Ignite. Ja, der ist tot. Nice. Number. Nice. Und weiter durch. Genau. Wir haben jetzt drei. Ich kann nicht überraschen. Naja. Mach das jetzt. Wir gingen schnell. Pusht alle Lanes, wir machen jetzt Baron, Leute. Okay, nice. Nice. So, ist der Top jetzt bitten? Lol. Mach den Tower. Ja. Finish. Danke schön für den Kill. PP, GG. Leute, das Finale ist noch drinnen. Es ist nicht weg, GG. Das geht's. Good job. Oh, Gottes Willen. Oh, meine Fresse. Die Ben? Ja, bitte. Ich wünsche dir viel Glück und ich hoffe, dass du jetzt gewinnst, weil wenn nicht, haben wir ein Problem. Ja, kann von der Lunge so. Name ist weiter. Oh, den Vayden noch. Den Vayden. Ist das ein Watch, dann geh weg. Raus. Ich hatte Amumu noch. Ja, das ist okay. Schade. Oh, hier. Amumu. Komm. Er ist tot. Nice. Also, es ist sicher schaffbar. Sehr geil! Nein! Ey, du Biest! Der kommt zu mir. Hast du ihn? Ja. Ja, du hast ihn. GG. LOL. Nice. Warte. Kurzer Poke. Jetzt! Amumu rein. Er ist rot. RIP. Nice. Sehr geiles Ding, Alter. Amumu. Komm nach unten, Was geht hier ab? Ich komme auf. Nice. Ich brech ab, Ja, brech ab, Alter. Wir sind hier 3 gegen 1. Aber jetzt könnten wir ihn kriegen. Bist du da? Lol, dieser. Der hat doch gewultet. Fucking godlike, ey. Die ist tot. Vega kommt. Vega kommt, ja. Ich denke. Nice. Schön. Leute, und jetzt weiter direkt. Nice, Leute. Mach mal Damage. Okay. Und? Yes! Rein da. Kerngedanke, rein. Boah, Alter. Double Kill. Ich bin lieber dabei. Ich komm zu euch. Oh mein Gott, so Vega holt. Oh, ich hole dich, Deiner. 1,16. Wir haben durch... Guck mal, der Ocean Drake. Boah, ey, du scheiß wieder, Alien, oder? Reported. Alien spielt im Finale nicht mit. Lieber ohne dich, lieber zu viert. Lieber zu viert, ey. Ja, Mann. Ich lauf mal auf die Karte. Ja, Mann! Waffel wurde losgenommen, komplett. Bitte mein Damage. Bitte, was? Wir haben es geschafft, wir sind im Finale. L gegen Buddy. Das ist jetzt eine Kampfansage. Die Schlacht hast du gewonnen, aber den Krieg, den wirst du verlieren. Let's go, liebe Freunde, im Finale. Don't ignite. Ignite und Flash hat er. Ich hab jetzt Mitte von hier oben. Oh wow. Let's go. Ich hab ihn verkackt. Ich geh nicht weiter rein. Yes! Nice, Leute. Schade. Egal, bis ins Finale haben wir es geschafft, liebe Freunde. Was soll man sagen? Sehr schade. Schade, schon geil. Wollt ihr 10 Minuten Pause machen? Ist das okay für euch? Wir entlassen auch sowieso unsere Teammates. Hä, das ist ein Best of Three. Was? Sicher? Ja, das Finale. Leute, das ist ein Best of Three. Das macht's ja meist. Soll ich hier gerade eben? Behold the might of the Shadow Isles. Jetzt haben wir keine Vayne mehr, die das Spiel wegkalt. Wen ja, okay, GG. Ja. So Leute, Turnier ist vorbei, wir haben es auch ins Finale geschafft, haben dann aber leider verloren, da war Els Team einfach ein bisschen zu stark für uns. Ja, was soll man sagen, war ein sehr, sehr geiles Event, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, danke nochmal hier an Maximal G, dass die das Ganze ermöglicht haben. Ich hoffe, das ganze Video hat euch gefallen, dann lasst mir also einen Daumen da und abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Wir sehen uns morgen mit neuem Content und bis dann. Auf dir, auf dir, auf dir.
Ja! Wir haben gewonnen! Ja. Hey, weißt du was, Tobi? Auf dich, ja. Mit